Servus Leute, es ist endlich soweit. Ich wage mich, meinen ersten Overnighter zu machen. Das Wetter ist richtig scheiße. Es ist die kälteste Nacht in den letzten 5 Tagen und in den nächsten 30 Tagen gefühlt. Aber ich gehe es an und wenn du wissen willst, wie es wird, bleib dabei. Meine Lieben, wir sind am Ort des Geschehens angekommen. Ihr seht, ich habe also ziemlich alles dabei, was ich glaube, was man braucht. Weil entweder bin ich einfach zu schwach und der Rucksack zu klein oder ich habe einfach viel zu viel mit, weil es das erste Mal ist. Wahrscheinlich beides. Die Mia ist heute wieder dabei. Ich hoffe, sie wird so lieb sein und mich auch ein bisschen filmen, weil einfach mit ihrer Kamera sehr viel geiler ist. Das erste, was wir heute machen werden, ist den hier entfernen. Ja, der Ast, der da, Ast, der Baum, der da drin hängt, den werden wir heute auf jeden Fall mal noch rausnehmen. Und ich möchte etwas machen, was ich bei anderen immer mega interessant finde, bis jetzt aber noch nie selber gemacht habe, weil nicht notwendig. Ein Loadout. Ich will euch mal zeigen, was ich alles dabei habe, damit ihr so richtig schön die Hände im Kopf zusammenschlagen könnt. Es ist nicht einmal alles reingegangen. Ja? Hier ist das Essen drin. Was ich mit habe, das zeige ich euch dann nachher. Und hier ist etwas, was ich mir käuflich erworben habe. Ich habe das beim Gerhard Backpacker Wilderness gesehen, wie schön so ein Licht ist. Dann haben wir die da gekauft, bei Wilhelm, also dem österreichischen eBay, Kleinanzeigen geschossen. Bin dann drauf gekommen, dass dieser Riesentank eigentlich bei Öllampen ist, die früher auf Baustellen gehangen sind, damit sie die ganze Nacht durchbrennen. Das heißt, die brennt nicht fürchterlich hell. Ich habe aber mit der Lampe Edo Odyssee hinter mir, weil nichts funktioniert hat. Da ist jetzt Grillanzünder drin und Grillanzünder funktioniert tatsächlich. Aber vielleicht mache ich dazu mal ein eigenes Video und eventuell überlege ich sie zu restaurieren und neu zu lackieren. Aber dazu muss sie sich erstmal bewähren. Gut, ich plane mal eine Decke auf. Nein, ich decke mal eine Plane auf und zeige euch mal, was wir dabei haben. Wir werden uns heute trauen, ein Feuer zu machen. Es ist ultra nass. Es hat die ganze Zeit geregnet, Gott sei Dank. Und hier geht nichts aus Versehen an. Ja, wenn wir das ordentlich Feuerstelle machen mit Steinen, dann habe ich da überhaupt keinen Schiss. Genug gequatscht, gehen wir es an. So, dann schauen wir uns mal an, was ich alles dabei habe. Schlafsack, der ist von Decathlon, 75 Euro, Komfortzone bis 0 Grad. Die wird es heute Abend haben, garantiert. Tendenziell minus 1. Schauen wir mal. Das Fell kennt ihr schon. Das liegt wieder über der Bank und ich möchte es am Abend noch in die Hängematte einlegen. Groß genug ist es, um zumindest meinen Oberkörper warm zu halten. So zumindest meine Hoffnung. Dann habe ich etwas gekauft, das habe ich in irgendeinem Kommentar schon mal erwähnt. Und zwar so eine Pfanne, die ist aus Blech emailliert. Billigsdorfer, 7 Euro hat das Ganze gekostet. Ich bin sehr gespannt, wie und ob die funktioniert. Was wir genau kochen, schauen wir uns später noch an. Gut, dann meine Fiskars-Axt, die kennt ihr auch schon, auch nichts Besonderes. Ist auch mit am Start, natürlich. So, Trinkwasserflasche, mehr ist außen nicht dran. So, was habe ich da alles drin? Kochutensilien, das kennt ihr auch schon vom letzten Video, das Kopfkissen zum Aufblasen. Ich glaube, sonst ist da nicht viel Neues drin. Die ganzen Messer, eine Kopflampe, ebenfalls von Decathlon in Rotlicht und zwei verschiedenen Stärken. Wobei ich schon drauf gekommen bin, mit einer Schirmkappe ist es blöd, wenn du die oben hin machst. Die muss ich irgendwie da unten drunter machen. Schaut halt bescheuert aus, aber wird wohl funktionieren, denke ich mal. Ne? Dann habe ich noch was von Decathlon, was ich jetzt ein paar Mal noch testen möchte. Bevor ich dazu was sage, das ist ein ganz günstiges Messer mit einem 5CR15 Stahl, also
billiger Stahl auf jeden Fall, aber er ist durchgängig. Das heißt, das möchte ich ausprobieren zum Hacken und betonen, dass ich nicht immer das Beil mitnehmen muss oder die Axt mitnehmen muss. Schauen wir mal, das werde ich heute sicherlich hier und da auch mal testen und probieren. So, und alles andere kennt ihr eigentlich schon. Handschuhe habe ich dabei, logischerweise. Was habe ich da oben noch drin? Der kleine Hobo, kleine Schaufel. Das kennt ihr noch nicht. Ein Wasserfilter, das ist ein Nachbau vom Sawyer. Das ist der Miniwell Portable Water Filter L300-630. Falls mir das Wasser ausgeht, dann werde ich den mal testen, um Wasser aus diesem kleinen Bächlein zu trinken. Zunderbox, mein Mora Knife, Taschenlampe habe ich auch dabei. Richtig, richtig starke Taschenlampe. Gut, das so zu dem Kleinzeug, was ich dabei habe. Was haben wir noch? Ich glaube hier unten drin, dann fangen wir hier oben an. Rein theoretisch müsste das irgendwo da raufgehen, genau. Ich habe eine zweite Säge dabei, damit Mia auch sägen kann und mir nicht immer meine Säge wegnimmt. Das ist die alte Mossy Oak, Kaffeepulver. Erste-Hilfe-Set muss immer dabei sein. Ich hoffe, ich werde es nie brauchen. Ich möchte zwar Feuer machen, aber ich habe vorsichtshalber den Trank damit, weil ich nicht genau wusste, wie es hier oben ist, wie es genau ist. Dass ich mir im schlimmsten Fall oder auch mal schnell einen Kaffee machen kann, den Trank ja dabei. Dann French Press mit meinem Becher drin. Da drin habe ich auch noch eine, ich kann euch das noch kurz zeigen, ohne dass mir jetzt hier alles rausfällt. Genau, in den Becher habe ich ein kleines Mikrofasertuch und ein kleines Schwämmchen. In Österreich sagt man Retzi. Naturschnur, wenn wir wieder was bauen wollen. Eigentlich auch wieder völlig unnötig, das auch noch mitzuhaben. Ein kleines Faltkissen, das nutze ich ganz gerne, um mich einfach drauf zu knien. Bei dem Wetter durchaus sinnvoll, dass die Knie nicht nass werden. Dann mein Kochbeutel, den zeige ich euch gleich noch im Detail. Auch Backbrötchen. Meine Silky Big Boy. Nein, Gomboy, nicht Big Boy, Gomboy, da hat sich die Schraube gelöst, deswegen das muss ich zu Hause unbedingt mal festziehen, weil die geht von alleine auf. Vielleicht habe ich irgendwas dabei, wo ich es auch so für ein Messer vielleicht ein bisschen festziehen kann. Egal. Ein Brett zum Schneiden für das Gemüse und die Hängematte, die Overmont-Hängematte. Genau, was da oben noch drin. Kamera-Equipment, Ersatzakkus, Powerbank. Ich habe mir vorsichtshalber noch einen Skipulli mitgenommen, der mir ungefähr 10 Kilometer zu groß ist eigentlich, weil er aus meiner alten Zeit ist. Da habe ich noch ein bisschen mehr gewogen. Zum Schlafen komme ich noch. Das war okay. Die wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Die war im Pullover eingerollt, eine Sturmhaube. Also die gehört nicht dazu eigentlich. Eine normale Haube, dicke Wollsocken für die Nacht. Gut, das war der Teil. Hier unten drin, kennt ihr auch schon vom letzten Video, ist Underkilt und das Tarp. Das ist meine Tasche mit den ganzen Paracord-Stücken, ein richtig langes Stück. Die ganzen, wo ich letztes Mal mit abgespannt habe, die habe ich alle hier dabei. Also da oben ist, glaube ich, jetzt nichts Spannendes mit drin. Da ist Geldbörse, Traubenzucker, Klopapier, Taschentücher. Blutzuckermessgerät. Und das war's. Ja, schauen wir uns jetzt noch kurz die Kochtasche an, die ich hier gepackt habe, was ich alles zum Kochen dabei habe und die Zutaten fürs Abendessen. Also, meine Kochtasche beinhaltet, wenn sie denn aufgeht, die Tasche ist übrigens auch von Decathlon, Chili-Pulver, Salz, mein Löffel zum Umrühren vom Kaffee, mein selbstgeschnitzter Holzlöffel, Titanbesteck, ein bisschen Küchenrolle. Wenig spektakulär. Da haben wir zweimal Spiritus abgefüllt, Öl und für Notfall noch Esbit und Müllsack und noch ein paar Gefrierbeutel für wann auch immer und was auch immer man es braucht. Finde ich ganz cool, das so ein bisschen aufgeräumt zu haben. Es ist wie immer nur der Anfang. Es funktioniert mal ganz gut und werde ich mich schon zurechtfinden, denke ich. Gut, was haben wir heute für Zutaten dabei? Was gibt es heute zu essen? Zum Abendessen gibt es einmal klassische Nürnberger Bratwürstel. Die möchte ich in der Pfanne
anbraten mit Zucchini. Oh, die hat ein bisschen gelitten beim Transport, okay. Eine Zwiebel haben wir dabei, Paprikapulver noch als Gewürz. Dann möchte ich noch Kidneybohnen in diesen Gemüseeintopf, Gemüsetopf geben. Einige Erdäpfel oder auch Kartoffeln. Da bleiben. Gibt es dann noch da rein und das Ganze dann abgelöscht mit Tomaten. Bin sehr gespannt, wie das wird, vor allen Dingen, weil man in der Küche, ich bin so einer, ich koche nie nach Rezepten, sondern ich hau einfach alles zusammen, was irgendwie zusammenpasst. Und das habe ich halt hier nicht. Ich habe jetzt nur das da, was ich da habe. Aber ich denke, das wird schon satt werden, auf jeden Fall genug ist es. Frühstück gibt es ganz normal Eier mit Speck und noch die Wecker. Allein deswegen muss ich mir ein Feuer machen. Alles das könnte ich wahrscheinlich auf dem Trangia kochen, aber die Aufbackbrötchen nicht. Genau. Ich bin gespannt. Ich bin mega hyped. Ihr merkt es wahrscheinlich. Es ist nicht so richtig scheiß Wetter. Aber ja, das Erste, was ich jetzt mal machen werde, ist den Tarpaufbau. Und ihr habt es in den Kommentaren, ich glaube, zwei Leute haben es in den Kommentaren geschrieben. Ich werde auf jeden Fall mal den Diamantaufbau machen. Das heißt nicht längs wie so ein ganz normales Satteldach, Pultdach, ein Dach halt, sondern so ein bisschen die Enden quasi in der Mitte. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Ich zeige es euch, wenn ich es aufgebaut habe. Bis gleich. Seht, ich habe sie dieses Mal sehr viel weiter oben aufgehängt. Also vor allen Dingen viel mehr gespannt. Gefühlt muss ich da jetzt eine Leiter bauen, um reinzukommen. Mal gucken. Nein, hält aber. Gut. Bei der Ridgeline werde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen anders machen fürs Tarp. Das zeige ich euch dann. Da habe ich zwei Knoten oder einen Knoten eigentlich beim lieben Carlos gesehen, der mir sehr cool gefallen hat, was das Spannen angeht. Ich habe gerade den Namen vergessen, ich google den gleich nochmal schnell. Und ich werde hier, wie ich es jetzt das letzte Mal hatte, auch keine Stecken dazwischen machen, sondern tatsächlich, das haben auch, ich glaube, zwei, drei Leute in den Kommentaren erwähnt. Vielen, vielen Dank übrigens für die vielen, vielen Kommentare, besonders aufs letzte Video. Jederzeit wieder gerne, ja. Ich freue mich über jedes Kommentar und ich habe unglaublich viel gelernt. Was ich aber sagen wollte, ich werde kein Stecken dazwischen stecken, sondern mit zwei Schnüren quasi über die Ridgeline führen. Damit ist es zwar nicht unbedingt auseinandergespannt, aber ich glaube, es wird reichen. Ich brauche da ja keine 5 Kubikmeter Luft drin. Ist ja atmungsaktiv. Schauen wir mal. Aber ich glaube so. Funktioniert. Also, ich mache mal die Ridgeline und hole euch dann wieder dazu. Und ich sehe gerade, die Gurte muss ich auch nochmal richten. Der eine ist komplett verdreht und... da ist es wieder so, dass die Schlaufe viel zu viel Gewicht trägt. Anyway, bis gleich. Wem fällt was auf? Richtig, das ist kein Diamantaufbau. Der Plan war schön, war gut. Ich bin dann aber drauf gekommen, dass das jetzt ist 3x3 Meter Tarp. Das heißt, es hat in der Breite 3 Meter und in der Länge 3 Meter. Heißt aber, diagonal ist es nicht 3 Meter. Sondern ich habe keine Ahnung, wie viel ist das dann in der Diagonale? 6 Meter oder 9 Meter? Ihr wisst schon, was ich meine. Und das geht sich mit den Bäumen nicht aus. Aber es war unglaublich schwer, hier eine Stelle zu finden, wo nicht überall so Grünzeug, Kleinzeug dazwischen ist. Egal. Lieber Carlos, vielen, vielen Dank für diesen genialen Knoten, den du mir beigebracht hast. Nicht erfunden, aber beigebracht. Die Prusik-Schlinge. Video dazu verlinke ich euch hier an der Stelle mal. Fand ich mega geil, weil der ist tatsächlich, ich kann den hier mit zwei Fingern verschieben, aber auf Zug hält der. Das ist cool. Anders als beim Carlos im Video habe ich aber drei Umwicklungen machen müssen und nicht nur zwei. Wahrscheinlich ist meine Schnur einfach zu rutschig, ich weiß es nicht. Gut, das spanne ich jetzt auf jeden Fall ab und dann schauen wir mal. Den Plan zeige ich euch dann nachher. Wenn es abgespannt ist, dann ist es, glaube ich, klarer.